Zeit. Er müsste ja schon längst hier sein. Ich kann es gar nicht verstehen, dass er bei der... Still! Schau da, da ist er! Das Signal, los! Beeil dich! Also, dann kann's ja losgehen. Ich habe die Unterlagen bei mir. Wir werden in 5 Minuten da sein. Ende. Hören Sie, Hinrichs, Herr Mühlbach trifft in 5 Minuten ein. Fahren Sie vom Flugplatz direkt zur Sitzung. Die anderen Herren sind schon dort. Habe verstanden, Fräulein Christine. Herr Mühlbach trifft in 5 Minuten hier ein. Gut, danach gleich zur Sitzung. Ja, ist gut. Wiederhören. Ich muss mich beeilen, Fred. Erledigen Sie die Formalitäten und melden Sie sich dann bei Fräulein Christine. Okay, Herr Mühlbach. Hallo, Hinrichs. Wohin so eilig? Hat Mühlbach wieder mal was vergessen? Wo ist denn Mühlbach? Die Sitzung hat doch längst angefangen. Mühlbach, der muss doch bei Ihnen sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht rufen Sie vorhin Christina an. Ich sehe inzwischen mal nach. Ist okay. Dokumente. Brüder. Herr Krüger, bitte. So viel Zeit für Zahlen. Bitte, Herr Krüger. Tag, Herr Brahm. Guten Tag, Herr Krüger. Herr Krüger wird jetzt nach Ihren Angaben eine Zeichnung des Mannes anfertigen, dem Sie im Hangar begegnet sind. Bitte, Herr Krüger, wollen Sie hier Platz nehmen? Bitte sehr. Würden Sie mir bitte sagen, welche Gesichtsform der Mann hatte? Ovale Gesichtsform. Und wie sah die Nase aus? Diese hier.
Und der Haaransatz? Und die Haarfarbe? Haare dunkelblond. Der Michelangelo vom Erkennungsdienst, ne? Dieser hier. Gut. Und die Mundpartie, bitte? Ich glaube, dieser hier. Ich würde sagen, das stimmt. Hier, bitte. Ja, das ist der Mann, Herr Kommissar. Das ist ja großartig. Sei so. Ja, wann kann ich die Vervielfältigung haben? Bei Sie sind, Herr Brahm, in 2 Stunden. Na, wunderbar. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich sage ja immer, wenn ich Sie nicht hätte... Und die dicken Kartoffeln, dann müssen wir da lauter kleine essen. Ne? Oh, entzückend, wirklich. Gestatten. Bitte, Herr Krüger. Was haben Sie denn bloß gegen ihn? Das ist ein netter Kerl. Gar nichts. Er lässt sich nur so herrlich leicht auf die Palme bringen. Herr Kommissar, kann ich jetzt verstehen? Ja, aber selbstverständlich. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Danke, Evans. Wie geht's, Herr Mühlbach? Naja, Schädelbasisbruch und immer noch ohne Bewusstsein. Na dann, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, Lenz, trommeln Sie alles, was beinahe zusammen. Lagebesprechung. Und wenn die Vervielfältigungen da sind, dann möchte ich niemand mehr hier im Büro sehen. Wir fangen am Flugplatz an. Kriminalpolizei. Kennen Sie den Herrn? Dankeschön. Kriminalpolizei, was gibt's? Kennen Sie den? Nein. Kennen Sie vielleicht diesen Herrn? Nein, leider nicht. Kriminalpolizei, kennen Sie diesen Mann? Nein. Danke. Guten Tag. Kennen Sie diesen Mann? Kennen Sie diesen Herrn? Nein. Guten Tag, meine Herren. Kriminalpolizei, können Sie mir eine Auskunft geben? Um was geht's denn? Kennt jemand von Ihnen diesen Mann? Moment mal, gib mal her. Tja, das könnte sein. Wer ist es? Wie er heißt, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es der ist, den ich meine... Mensch, mach's doch nicht so spannend. Also? Tja, ab und zu kommt einer hierher, der ungefähr so aussieht. Bei Hammerschmidt hat er zu tun. Danke. Ja, Toni Hammerschmidt und Co. Spedition da hinten. Geöffnet von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Los, Paul, wir müssen uns auf die Socken machen. Die Maschine muss gleich da sein. Was? Was hat er denn ausgefressen? Er hat nachts einem alten Rentner das Futter aus der Jacke getrennt. Na, sowas. Bitte lassen Sie Scherze, ja? Laufen Sie ihm lieber nach und lassen Sie sich seine Adresse geben. Das haben wir nämlich vergessen. Ich habe mich sicher blöd benommen, aber Sie müssen mich verstehen, Herr Kommissar. Als ich plötzlich den Mann da liegen sah, da hat es einfach ausgehakt bei mir und ich bin weggelaufen. Schlechtes Gewissen, ne? Nee, Panik. Als ich dann wieder zu mir kam, da habe ich mir alles überlegt und bin gleich hergekommen. Haben Sie noch jemand gesehen? Ja, an der Tür bin ich mit einem Mann zusammengetaucht. Ja, Peter, was gibt's? Aha. Aha. Ja gut, brech die Fahndung ab, ja, und kommt her. Der Mann ist hier. Kennen Sie eine Speditionsfirma, Hammerschmidt? Ja, natürlich. Ich bin der Teilhaber von Toni Hammerschmidt. So. Dann können Sie mir sicher auch erklären, warum Herr Hammerschmidt einen meiner Beamten niedergeschlagen hat. Und warum er geflohen ist, als man ihn ihr Konterfei unter die Nase hielt. Dieser Vollidiot! Ah. Bekommen Sie sich eine Ruhe und in Ruhe weitersprechen. Wo ist der Aktenkoffer? Zum 100. Mal, ich weiß von keinem Aktenkoffer. Und ich habe diesen Mühlbach auch nicht niedergeschlagen. Was wollten Sie denn im Hangar? Nichts! Ich bin einfach zufällig da vorbeigekommen. Da haben Sie doch gar nichts zu suchen. Der Frachthof liegt völlig entgegengesetzt. Ich bin eben spazieren gegangen. Das sollen wir Ihnen glauben. Warum ist Hammerschmidt geflohen? Das weiß ich nicht. Auch Panik, was? Und nun packen Sie schon aus. Was wollten Sie mit den Dokumenten? Immer noch mal, ich habe keinen Aktenkoffer, keine Dokumente und gar nichts gesehen. So, was ist mit Mühlbach? Das weiß ich nicht.
Den haben Sie nicht niedergeschlagen. Vielleicht war es Hammerschmidt. Nein. Hören Sie mal. Ich lasse mir nicht etwas in die Schuhe schieben, was ich nicht getan habe. Wenn Sie das nicht gemacht haben, was haben Sie dann getan? Warum ist Hammerschmidt geflohen? Schluss. Schluss jetzt. Endgültig Schluss. Ich sage kein Wort mehr. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Na gut, bitte, wie Sie wollen. Machen wir Schluss. Der Herr möchte in sein Appartement. Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Sagen Sie mir erst einmal den Haftbefehl. Ach, der Herr haben Fachkenntnisse. Ich kenne meine Rechte. Nun, dann müssen Sie auch wissen, dass ich Sie 24 Stunden ohne Haftentscheid festhalten kann. Und davon haben wir erst 6 Stunden vertan. Den Rest brauche ich, um klar zu sehen. Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie haben nicht den blassen Dunst. Sie klopfen nur auf den Busch. Sie wissen nichts. Rein gar nichts wissen Sie. Und wenn Sie mir was anhängen wollen, dann müssen Sie das erste Mal beweisen können. Das Dumme ist nur, dass er recht hat. Was sollen wir tun? Nachtschicht, meine Herren. Oh. Soll ich Waren bestellen? Ja, bitte. Wir haben jetzt noch knappe 18 Stunden Zeit. Wagen für den Chef. Das bei Sänger und Hammerschmidt was faul ist, das sieht ja ein Blinder im Krückstock. Aber was? In Ordnung im Wagen. Lenz, besorgen Sie einen Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnung und für die Spedition der beiden. Und stellen Sie fest, ob ein Kraftfahrzeug vorhanden ist. Wenn ja, welches Kennzeichen? Was meinst du, Paps? Haben Sänger und Hammerschmidt mit dem Fall Mühlbach zu tun oder nicht? Ich weiß nur eins, dass wir in den nächsten Stunden die Gründe für ihr Verhalten herausfinden müssen. Mhm. Sonst ist der Kerl frei. Könnte ihm zwar Widerstand anhängen, aber das allein ist mir zu wackelig. Ja. Moment bitte. Das Krankenhaus. Kommissar Brahm? Ja? Aha. Ja, ich danke schön. Wiedersehen. Mühlbachs Zustand hat sich verschlechtert. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann dürfte er kaum die Nacht überleben. Haben die Tiefe stimmt nicht mit der Breite der Seitenwand überein. Na, räum mal alles raus und rück den Schrank ab. Tut mir leid, ich krieg ihn nicht. Meier, helfen Sie mal. Die da alles haben? Hammerschmidt und Co. Für ein Transportunternehmen eine merkwürdige Einrichtung, ne? Na also, da hätten wir ja das schlechte Gewissen der Firma Hammerschmidt und Co. Pesser en gros. Na bitte. Du Paps? Ja. Die Herrschaften sind vielseitig. Das ist ja toll. Ist ein Ding, was?
So was müssten wir zu Hause haben, was? Wo ist Kommissar Brahm? Im Kleiderschrank. Danke. Was? Im Schrank nebenan. Also, Meier, klären Sie alles sicher. Donnerwetter, das ist ein Schrank für eine größere Familie, hä? Na, Mensch, auch Erfolg gehabt? Was heißt auch, was haben Sie? Die perfekt eingerichtete Falschmünzer- und Passfälscherwerkstatt der Firma Hammerschmidt & Co. Geöffnet von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr. Gratuliere. Na, noch 13 Stunden bis zum Ablauf der Frist. Ja. Na, Singer wird begeistert sein. Na, der Haftrichter ist ja wahrscheinlich auch. Ja. Und was macht Ihr Freund Hammerschmidt? Die Fahndung läuft im ganzen Bundesgebiet an. Hammerschmidt ist mit dem Kombi-Kennzeichen MWX131 flüchtig. Fahr doch schneller, Mensch! Schneller geht's nicht! Polente! Bullen, jetzt wird's ungemütlich. Los, durch! Hier Konrad 5, hier Konrad 5. Flüchtiger Ford-Kombi, München, Wilhelm Xaver 131, Fahrtrichtung Nord. Jetzt wird's ungemütlich. Nimm den nächsten Parkplatz und dann raus aus der Mühle. Stehen bleiben oder ich schieße! Guten Abend. Ja? Aha. Ja, danke. Wiederhören. Mühlbach wird durchkommen, aber er ist immer noch bewusstlos. Ah, und was sagt der Arzt? Wann können wir mit ihm sprechen? Keine Ahnung, vielleicht heute, vielleicht morgen oder übermorgen. Ja, nach der Sache heute Nacht bin ich eigentlich sicher, dass Sänger mit der Mühlbach-Affäre nichts zu tun hat. Also zwei Fälle? Ja, wovon einer als geklärt bezeichnet werden könnte. Aber Mühlbach, ich weiß nicht, irgendwas sieht da faul aus. So, wir haben ihn. Wen? Wen? Hammerschmidt. Kollege vom Nordabschnitt haben wir geschnappt. Und einen Knaben namens Werner Jürgens. Sie sind auf dem Weg hier. Widerstand? Missglückter Fluchtversuch. Ja, wer vom Teufel spricht, ist er nicht weit. Herein! Guten Tag. Bin ich hier richtig? Es kommt ganz darauf an, was Sie ausgefressen haben. Ich habe doch nichts ausgefressen. Hier, das Ding habe ich gefunden. Das Fundbüro ist eine Treppe her. Auf dem Flugplatz haben Sie aber gesagt, ich soll zu Kommissar Brahm. Mühlbachs Tasche? Was? Ja. Wo haben Sie denn den Aktenkoffer gefunden? Im Hangar auf dem Flugplatz. Ich bin der Hallenwart. Wo im Hangar? Zwischen den Ölfässern. Lenz, gehen Sie mit dem Herrn nach vorne und nehmen Sie die Personalien auf. Ja, kriege ich da alle. Ich meine, dafür gibt's doch Finderlohn, oder? Ja, das ist Sache des Verlierers, nicht Sache der Polizei. Wir nehmen Ihre Personalien auf. Wenn was dabei rausspringt, dann werden wir Sie schon bedanken. Hier ist Kriminalpolizei. Brahm, wir haben den Aktenkoffer. Na fein, ich verständige sofort die Direktion. Nochmals vielen Dank. Bitteschön. Wiederhören. Herein. Polizeimeister Ender vom Nordabschnitt. Aha. Überstellung Hammerschmidt und Jürgens. Dankeschön. Würden Sie bitte quittieren, Herr Kommissar. Gerne. Und dann führen Sie die Herren rein, ja? Jawohl, Herr Kommissar. Schade, dass Lenz nicht da ist, nicht? Der würde Hammerschmidt sicher gerne in seine Arme schließen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich gestehe alles. Der Sänger hat mich verleitet. Ich bin völlig unschuldig. Ich habe bloß mitgemacht. Herr Kommissar, die Druckerei und auch die Firma gehört alles Sänger. Ich war ja nur der Strohmann. Ich sage alles, was Sie wollen. Bitte glauben Sie mir. Wenn ich einen Kronzeugen mache, kriege ich da ein bisschen weniger? Brahm? Ja? Ja, 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 ich komme sofort. Wiedersehen. Mühlbach ist zu sich gekommen und er will mich sprechen. Peter, unterhalte du dich inzwischen mit den Herren? Ja. Und wenn Lenz da ist, mach bitte das Protokoll. Ja, Paps. Bitte. Dankeschön.
heute nicht viel reden. Wenn es nach mir ginge. Ich weiß, wenn es nach Ihnen ginge, wäre ich nicht hier, aber ich mach's ganz kurz. Na, Herr Mühlbach, was machen wir da für Geschichten? Ich bin Kommissar Brahm. Die Dokumente sind alle da. Die Tasche ist gefunden worden. Ich habe nur eine Frage, Herr Mühlbach. Was ist im Hangar passiert? Ich bin ausgerutscht. Gestürzt. Dabei ist mir der Koffer mit den Dokumenten entfallen. Ich wollte ihn suchen. Ich bin aufgestanden, aber dann wurde mir schwarz vor den Augen. Mehr weiß ich nicht. Mehr will ich auch gar nicht wissen, Herr Mühlbach. Gute Besserung. Wie viel bekomme ich? Ja, das wird das Gericht festlegen. Sie machen gern Spaß, nicht? Nein. Ich meinte meinen Finderlohn. Macht keinen Spaß. Wir haben eine Anzeige gegen Sie vorliegen. Eine Anzeige gegen mich? Weswegen denn? Wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie bitte? Ich habe doch keinem Menschen was getan. Sie sind doch Hallenwart des Hangars 6 auf dem Flugplatz. Ja. Und damit sind Sie auch verantwortlich für alles, was in dieser Halle geschieht. Wenn es in meinem Aufgabenbereich liegt, ja. Wer hat vorgestern Öl aus den Fässern abgefüllt? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also wenn Sie gleich verstehen, beantworten Sie meine Frage bitte. Wer war's? Ich? So, so. Herr Dürer, wir haben dabei Öl vergossen. In diesem Ölfleck ist Herr Mühlbach ausgerutscht, ist gestürzt und hat sich einen Schädelbasisbruch zugezogen. Ja, aber das wollte ich doch nicht. Dafür kann ich doch nicht. Doch. Sie hätten diesen Ölfleck sofort entfernen müssen. Das wissen Sie doch, oder? Ja, es steht in der Vorschrift. Na also, darf ich Sie bitten, mit nach nebenan zu kommen? Was kann das kosten? Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht, wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 3 Jahren verurteilt. Paragraph 230 Strafgesetzbuch. Kommen Sie. Ich habe die Unterlagen bei mir. Wir werden in 5 Minuten da sein. Ende. Beeil dich!
voll aus. Also, dann kann's ja losgehen. Dritte Line-Up, ein Check Turbulence behind für 7 miles. Gegen die Exekutive, bringen Sie mit 5 miles. Zero Liner, your airport. Zero Liner, ready to go. Sekunde. Uhrzeit? Er müsste ja schon längst hier sein. Ich kann es gar nicht verstehen, dass er bei der... Still! Schau da! Da ist er! Das Signal los!